Servus, hier ist Hilfi. Heute werden wir auf Morning Routine Raw von dem lieben Fabio Wittmann reagieren. Ja, Leute, der Titel passt mal gerade perfekt zu der Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Es ist gerade 8.07 Uhr am Morgen und ich muss für euch das Video hochladen. Vielleicht hört ihr es auch schon an meiner Stimme. Ich muss es für euch vorproduzieren, da ich heute mit meinem Team Abendessen gehe, also mit meinem Arbeiterteam, also mit dem Team, welches ich zusammen arbeite. Gibt es immer so ein Weihnachtsessen. Ich weiß nicht, vielleicht die Leute, die arbeiten, kennen das auch. Könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben, ob ihr schon arbeitet und was ihr arbeitet oder was, wenn ihr nicht arbeitet, dass ihr nicht arbeitet und was ihr gerne mal arbeiten würdet. Und ich würde sagen, ich nehme euch die Zeit jetzt nicht weg. Es geht 3 Minuten 19 und let's go! Ach, noch ganz was Kurzes. Sonntag, 18 Uhr vorne, sind wir live und wir reagieren auf die Sick Series von dem lieben Fabio Wittmann. Freunde, 18 Uhr, Sonntag, seid dabei. Wir können gemeinsam auf die Fabio Wittmann Sick Series nochmal alles uns anschauen. Und wir können mir ein paar Sachen sagen, die ich ein bisschen verbessern könnte. Und. Also seid dabei, Sonntag, 18 Uhr. Okay. Jo, erstmal einwärmen, ne? Mit einem Stoppie und einem knappen Wheelie. Ja, würde ich morgens um 8 definitiv auch machen. Boah. Okay. Zack, zack, hoch. Ja, Mann. Okay, also. Ja, gut, da geht zwar die Row, also die Dingens nicht lang, aber. Ja, also. Gut, kann man auch machen. Boah, aber ich hätte so Angst, dass ich mich irgendwo anschlage, irgendwie einen Baum oder so. Sprünge würde ich überhaupt nicht machen. Ja, genau, das hätte ich jetzt nicht machen, aber naja. Den, Leute, den Trick, den wissen jetzt viele von euch, den liebe ich über alles und er macht ihn fast in jedem Video, also von dem her, Mama and Fabio. Zack. Und Sprung, ja. Boah, die Aussicht, holy. Warum erinnert mich die Strecke irgendwie an Skifahren? So, sehr schön. Oh nee. Oh ja, der arme Baum. Oh, das kann ich aber so hardcore litzen, wenn du dich jetzt gegen den Baum so springst und du bist so schnell und drehst so schnell. Der Baum macht einfach nur das und du bist auf der anderen Seite in 100 Millisekunden und drehst dich wahrscheinlich wirklich im Kreis nur noch in der Luft und da fällst auf die Fresse. Ja, aber, ja, der gefällt mir aber auch sehr, der Trick, muss ich ehrlich gestehen. Zack, 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 zack. Runter, hoch, runter. Sehr schön. Schon fertig, oder was? Ach nee. Nee, da geht noch was, ja. Ja, will ich auch so machen. Beim Einwärmen. Oh, nicht schon wieder irgendwie hoch oder so. Oh, das ist verdammt hoch. Die Treppen wissen wir ja. Treppen liebt ja Fabio Wittmann. Also jedes Mal, wenn der Kameramann fragt, yo Fabio, wie viele Treppen möchtest du? Sagt einfach Fabio Wittmann, ja. Wir kennen es ja langsam. Wer das Urban Freeride Lifts 3 noch nicht gesehen hat, die Reaktion dazu, könnt ihr das auch gerne mal abchecken.
Da hat es ja mal übelst viele Treppen gehabt, aber Schluss mit Eigenwerbung. Ihr wollt ja eh, dass ich eigentlich nur reagiere und meine Fresse halte, also nehme ich. Let's go. Aber die Aufnahmen wieder sind so on point, Alter. Ja, Mann. Zack. Boah. Da hätte man sich auch gut verletzen können, aber alles noch okay. Den Ort habe ich gekannt von dem letzten Six Series Video. Okay, das ist. Den Fall. Kommt da noch was? Ah ja. Oder ne? Ah ne. Okay, er fährt nur weiter. Aber Leute, falls ihr den lieben Fabio noch nicht kennen solltet, er hat auch Merch, also wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann gönnt euch doch mal ein Merch. Er hat gerade einen weißen Pullover davon getragen. Ihr könnt ihn natürlich auch gerne abonnieren und ein Like da lassen. Wäre natürlich eine Unterstützung für ihn. Ihr könnt mich natürlich aber auch unterstützen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ist natürlich kostenlos. Wenn ihr hier auf diesen Mitglied-Button klickt, dann ist es nicht kostenlos. Deswegen hier auf den rechten klicken. Also könnt ihr natürlich mich schon auch gerne unterstützen. Aber hier auf den rechten klicken, dann seid ihr kostenlos dabei. Und ich würde sagen, Dankeschön, dass ihr euch das angesehen habt. Für mich ist es jetzt 8.13 Uhr. Könnt ihr mal reinschreiben, ob es man mir vielleicht ein bisschen angesehen hat, dass ich ein bisschen müde bin. Aber ist ja völlig egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Sonntag, schönes Wochenende. Und wir sehen uns. Bis bald. Peace.